Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir sprechen heute mit Oliver Roth von Otto Seidler. 15 Fragen an Sie heute. Und vielleicht stellen Sie sich kurz vor und erzählen uns, was Sie überhaupt machen. Ja, mein Name ist Oliver Roth. Ich bin Kapitalmarktstratege für die Otto Seidler Bank hier in Frankfurt, wenn man das Berufliche mal nehmen will. Bin aber auch Familienvater und eigentlich ganz glücklich mit dem, was ich tue. Sie waren ja nicht immer hier an der Börse. Sie haben ja noch ein Vorleben. Was haben Sie in Ihrer Vergangenheit vor der Börse gemacht? Ja, Kindergarten, Schule, aber ich glaube, darauf zielen Sie jetzt nicht ab. Fußballprofi war ich gewesen, eine relativ kurze Zeit bei Borussia Dortmund, war ein Pokalsieger. Habe ich nicht so viel damit zu tun gehabt, aber ich war zumindest mal dabei. Und ein paar Jahre später bin ich dann nochmal Profi in der zweiten Liga geworden, habe für Kickers Offenbach gespielt und den FSV Frankfurt. Und wie kommt man dann als Fußballprofi an die Börse? Könnte ich wieder blöd antworten mit dem Auto oder mit der U-Bahn, aber de facto ist es natürlich so gewesen, dass ich einfach nach meiner kurzen sportlichen Karriere zu Beginn an meiner beruflichen Erfahrung dann jemanden getroffen habe, Wolfgang Steubing, mittlerweile Aufsichtsrat bei Eintracht Frankfurt, der für junge Menschen gerne eine Chance geboten hat. Und die Chance war, weil er Broker war an der Börse, eben hier zu arbeiten. Ich habe ihn getroffen, er hat mir das vorgeschlagen. Wir haben uns dann letztendlich dann auf einen Arbeitsvertrag geeinigt. Und dann habe ich hier angefangen und dachte eigentlich, ist ganz interessant, ich probiere das mal, Seiteneinsteiger. Jo. Das ist jetzt 30 Jahre her knapp. Also ich bin hängen geblieben und es macht mir wiederholt Spaß, eigentlich so wie am ersten Tag. Wie beim Sport gibt es ja Siege und Niederlagen. Was war vielleicht so am Anfang Ihrer Karriere mal eine Niederlage, woraus Sie gelernt haben? Jo, gibt es eine Anekdote. Ich hatte nach 3 Monaten, nachdem ich angefangen habe, im Herbst 89 gab es hier einen Mini-Crash. 87 der große und 89 der kleinere Crash. Und da gab es kübelweise Orders. Orders wurden damals noch mit kleinen Zettelchen hier an die Börse gefaxt. So war das. Also kübelweise gab es diese Orders. Ich wusste gerade mal, wo der Eingang, wo der Ausgang war. Also war ich ein bisschen überfordert. Am nächsten Tag, nachdem ich alles so gedacht, alles gut überstanden hatte, wurde dann eigentlich so Tabula Rasa gemacht. Da wurde mal geguckt, wurden alle Orders korrekt abgegeben? Gab es irgendwelche Probleme? Es gab Probleme mit einer österreichischen Aktie, die ich als Optionsschein aufgegeben habe. Das Ding hätte 100.000 Mark gekostet. Möglicherweise wäre es der letzte Tag gewesen an der Börse für mich. Aber Gott sei Dank haben die Banken nicht mehr so genau gewusst, wo sie wem welche Order gegeben haben. Demzufolge ist der Preis an mir vorbeigegangen. Ich habe es überlebt und ich habe dann im Nachhinein dann für mich beschlossen, dass ich mich zukünftig nicht mehr so verrückt mache, sondern immer erst mal abwarte, was zum Schluss dran rauskommt. Gab es außer solchen Verlusten, die man ja immer mal wieder einfährt an der Börse, vielleicht auch psychologische Schwierigkeiten, dass man immer so am Ball sein muss und fit sein muss? Ja, aber wie das halt auch so ein bisschen wie beim Autofahren ist, man entwickelt Automatismen, das muss jeder hier an der Börse. Multitasking ist an der Börse echt wichtig, obwohl hier viele Männer sind und denen wird es nicht nachgesagt. Also man muss schon in der Lage sein, Filter zu setzen, zu wissen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig und was muss mich jetzt kümmern, was kann noch ein bisschen warten. Und diesen Filter zu setzen, diese Automatismen zu entwickeln, das dauert eine Zeit. So lange muss man praktisch auf diesem wilden Pferd drauf sitzen bleiben, aber nachher reitet es sich dann ganz entspannt. Was glauben Sie, warum Sie hier auch erfolgreich geworden sind? Hat der Sport da auch eine Rolle mitgespielt? Ja, als Vorbildung kann man vielleicht sagen, eher so das Umgehen miteinander. An der Börse ist es zum Glück auch mitunter sehr direkt, sehr robust auch mitunter. Und das hat mir natürlich mit Sport dann weitergeholfen, mit verschiedenen Charakteren umgehen zu lernen, wie auch immer geartet, Menschen, die aus sich herausgehen, Menschen, die eher ein bisschen introvertiert sind, eben einfach auf Menschen zuzugehen, mit denen zusammenarbeiten zu können, das zu entwickeln und auch mal eben, wie Sie gesagt haben, Niederlagen einzustecken und dann Gewinne auch feiern zu können. Alles zusammen hat mich eigentlich gut auf diese Börsenwelt hier vorbereitet. Hatten Sie auch Vorbilder oder Mentoren, die Ihnen geholfen haben? Ja, Mentoren hatte ich gesagt, Wolfgang Steubing, der hat mir natürlich schon sehr, sehr stark weitergeholfen damals in dieser Zeit. Aber ansonsten bin ich eher jemand, der sich an vielem, was gut ist, orientiert, aber nicht unbedingt jetzt in Form von idealistisch dem danach hängt als Fan. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, schauen Sie doch auch auf die Webseite lynxbroker.de und abonnieren Sie den YouTube-Kanal.